Onorevole Trebisius, per un minuto. Sehr geehrter Herr Präsident, ich habe mir einige der designierten Kommissare in Brüssel angehört, darunter auch Herrn Katainen. Was ich bei den meisten vermisst habe, sind neue Ideen und Strategien, wie mit den Problemen in der EU zukünftig umgegangen werden soll. Obwohl die Ergebnisse der Europawahlen eine deutliche Sprache gesprochen haben, wird auf die Forderungen der Bürger nicht eingegangen, sich von Zentralismus, Bevormundung und Überregulierung abzuwenden. Man weigert sich weiter, die wahren Ursachen der Krise, wie beispielsweise die Verschleppung wichtiger Reformen, zu lösen. Stattdessen betreibt man weiter Umverteilungspolitik und verlagert die Probleme in die Zukunft. Herr Draghi versucht seit Jahren, den Euro zu retten, mit zweifelhaften Maßnahmen Zeit zu kaufen. Und Sie versuchen nun Gleiches mit einer Bankenunion, mit einer zukünftigen europäischen Arbeitslosenversicherung. Sie schönen Ihre Bilanzen, indem Sie neuerdings ins BIP auch noch Umsätze aus Prostitution und Drogenhandel hineinrechnen. Und nun wollen Sie auch noch eine gemeinsame Energiepolitik betreiben, als hätten wir nicht dringlichere Probleme zu lösen. Was wird von unserem Kontinent übrig bleiben, wenn Sie damit fertig sind?